Hallo, mein lieber Steinbock, das ist dein Tarot-Reading für August 2023 und ich bin Tanja. Wir haben hier als allererstes die 8 der Münzen bekommen. Das bedeutet, du arbeitest fleißig und deine Arbeit wird auch belohnt. Die Menschen merken, dass du wirklich ein Meister in dem bist, was du tust und deswegen kriegst du eine sehr gute Mundpropaganda. Es spricht sich herum, dass du gute Arbeit leistest und dementsprechend steigen auch deine Finanzen. Du hast die Gerechtigkeit, das ist die Karte der Waage. Das heißt, entweder du hast einen Menschen mit dem Sternzeichen Waage um dich herum, hast selber vielleicht auch sehr viele Waageplätze in deinem astrologischen Geburtschart. Vielleicht ist es aber auch so, dass du einfach irgendetwas mit Gerichtsprozessen zu tun hast. Vielleicht kennst du jemanden, der Anwalt ist, vielleicht hast du gerade mit einem Anwalt oder einem Richter zu tun, vielleicht hast du selber einen Gerichtsstreit gerade auszufechten, vielleicht geht es um irgendwelche Rückzahlungen für irgendwelche Mitarbeiter, ganz egal was. Es wird die Wahrheit ans Licht kommen und zwar für alle. Also das heißt, sogar wenn du jetzt etwas versuchst zu verbergen oder jemand anderer, das wird nicht funktionieren. Die Wahrheit kommt am Ende ans Licht. Außerdem ist das eine sehr gute Karte für jede Form von Wiederherstellung des Gleichgewichts. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, in irgendeiner Form ist dir Unrecht getan worden, so ist die Chance groß, dass im August das Ganze wieder ins rechte Lot gebracht wird. Wir haben die 2 der Kelche und ich sehe hier, dass du jemanden kennenlernst, der für dich ein Herzensmensch ist. Vielleicht, wenn du auf der Suche bist nach einem Partner, lernst du den richtigen kennen. Richtige Partnerin kann natürlich auch sein. Es kann auch sein, dass es ist, dass ihr vielleicht schon lange zusammen seid und vielleicht jemand auf die Idee kommt, wir könnten doch eigentlich heiraten. Ja? Warum sage ich das? Erstens deshalb, weil wir gleich danach den König der Kelche haben und weil wir hier oben die 4 der Stäbe haben. Ja? Erkläre ich dir später noch. Aber hier ist es definitiv möglich, dass man den idealen Menschen zur richtigen Zeit findet. Kann auch sein, dass wenn du bei der Arbeit bist, dann findest du sozusagen deine perfekte Arbeitsehefrau oder deinen perfekten Arbeitsehemann, ja, also jemand, mit dem du einfach super zusammenarbeitest. Aber meistens ist es eine Karte der Liebesfindung. Dann haben wir hier den König der Kelche. Das könnte so jemand sein, der dir den Hof macht. Das könnte ein Krebs, ein Skorpion oder Fisch sein, also ein Wasserzeichen. Oder dieser Mensch ist einfach jemand, der dir sehr wohlgesonnen ist. Das könnte sein ein Vater, ein Großvater, ein Onkel, manchmal auch ein Chef. Es kann jemand sein, der für dich als heilende Person auftritt. Das heißt, das kann sein ein Physiotherapeut, ein Massagetherapeut, ein Psychotherapeut, ein Arzt, ein Homöopath, was auch immer. Aber diese Person hat auf dich eine extrem heilende Wirkung. Wenn du mit dem oder ja, wenn du mit dieser Person, die sehr wahrscheinlich männlich ist, Zeit verbringst, dann geht es dir hinterher gut. Das ist eine angenehme Person für dich und diese Person will dir auch das Herz schenken. Also das ist jemand, der sagt, ich würde sehr viel geben, um meinen wunderbaren Steinbock hier glücklich zu machen. Dann haben wir die 3 der Münzen. Das ist die Karte der Kollaboration. Das heißt, du hast sehr gute Karten für Teamwork im August, wann auch immer Teamwork notwendig ist. Das kann sein im Sport, dass du mit deinem Sportteam vielleicht gegen ein anderes antreten musst und ihr müsst gut zusammenarbeiten. Das klappt dann wirklich wie auf Schiene. Oder dass ihr auf der Arbeit als Team sehr gut miteinander funktioniert und harmoniert. Ja? Kann auch sein, dass du und deine Familie, sagen wir, du bist vielleicht Familienvater und du hast 3 Kinder und ihr baut gemeinsam ein Baumhaus im Garten. Das kann auch sein. Es geht nur um das Thema Kollaboration und das ist sehr begünstigt im August. Dann haben wir hier eben die besagten 4 der Stäbe. Das ist die Karte der Hochzeit und der Festivitäten. Deswegen, wenn die 2 der Kelche und die 4 der Stäbe in einem Reading vorkommt, dann sagt man, da wird vielleicht eine Hochzeit stattfinden. Es kann deine eigene sein, kann aber auch sein, dass dich jemand zu einer Hochzeit einlädt. Ja? Kann auch sein, dass es eine ganz andere Art von Festivität ist. Das kann auch sein, eine Zusammenkunft von Freunden und Familie für eine Babyshower oder so irgendwas. Ja? Es kann alles Mögliche sein. Aber der Punkt ist, man ist glücklich, man hat was zu feiern, man isst gut, man trinkt etwas, man tanzt, man singt, man musiziert, man ist einfach happy. Ja? Das heißt, das ist eine wahnsinnig positive Karte für jede Form von Zusammentreffen von Familie und Freunden. Und dann haben wir hier am Ende die 2 Zweier und ich möchte, dass dir auffällt, dass wir hier 2, 2, 2 haben. Wir haben sogar dreimal die 2. Das heißt, die 2 könnte dir im August immer wieder begegnen. Ja, du kannst zum Beispiel irgendwo auf einem Nummernschild 2, 2, 2 sehen oder vielleicht siehst du irgendeine Telefonnummer mit 2, 2, 2. Vielleicht steigst du in einen Zugwaggon ein, auf dem steht, das ist der Waggon Nummer 222. Wurscht, wo das ist, wenn es dir auffällt, weißt du, aha, du bist auf dem richtigen Weg, es ist alles auf Schiene, es passt alles. Ja? Auch ist die 2 eine Karte der
eine Entscheidung. Das heißt, wenn du schon dreimal die 2 hier hast, wirst du sehr wahrscheinlich im August eine Entscheidung treffen müssen. Und wir wissen ja auch, das sind Karten, wo man 2 Optionen gegeneinander abwägt. Nämlich den einen oder den anderen zum Ehemann. Nämlich den einen oder den anderen Job. Ziehe ich in die eine Wohnung oder die andere? Fahre ich auf Urlaub in die Wärme oder in die Kälte? Also das ist, man entscheidet sich ganz einfach. Und hier sehe ich auch, dass einige von euch sich vielleicht entscheiden müssen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Buch geschrieben hast, musst du dich entscheiden, behalte ich das jetzt für mich im stillen Kämmerlein oder gehe ich damit raus an die Öffentlichkeit? Ja? Und dieses Abwägen ist sehr stark begünstigt, weil wir haben hier ja auch die Gerechtigkeit mit der Waage. Das heißt, auch die wägt ab die eine Sache gegen die andere. Und vielleicht versuchst du auch abzuwägen, was ist der richtige Weg für dich, ja? Wo ist der richtige Mensch, der richtige Ort, der richtige Job für dich? Und einige von euch könnten auch abwägen, will ich in meiner Komfortzone bleiben oder will ich raus ins große Abenteuer, in die große weite Welt? Dieser hier, dieser Stab da unten, der ist an der Wand fixiert. Das steht für in der Komfortzone bleiben. Und dieser Stab hier, der ist frei. Der könnte jederzeit runterfallen. Das heißt, das ist der Stab, der für das Komfortzone verlassen steht und raus ins Abenteuer gehen. Und einige von euch haben wirklich Abenteuerlust und Reiselust und werden deshalb die Sicherheit von der Komfortzone verlassen und hinausgehen in die große weite Welt sozusagen, ja, auch mit eurem geistigen Eigentum. Wie gesagt, das kann sein, dass ihr irgendetwas produziert oder hergestellt habt, vielleicht sogar eine Erfindung, ja, was weiß ich, vielleicht hast du das Perpetuum mobile erfunden, was grenzenlos Energie hergibt. Wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, lebst du wahrscheinlich nicht mehr lang. Aber ja, ein Scherzchen am Rande, natürlich nicht ernst gemeint, aber der Punkt, auf den ich zurückkommen wollte, ist, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung wird euch vielleicht nicht so leicht fallen. Ja? Ihr werdet vielleicht länger grübeln, hin und her und hin. Bitte schlaf eine Nacht drüber, wenn es notwendig ist. Und lass Bauch und Herz, also Bauch und Herz und Kopf, ja? Lass bitte die Logik zusammen mit dem emotionalen Gehirn eine Entscheidung treffen. Ja? Nicht nur das eine oder das andere, also nicht nur mit dem Hirn und der Logik und nicht nur mit dem Herz und dem Bauch, sondern wirklich mit allem zusammen. Ja? Wenn es dir hilft, kannst du auch eine Liste schreiben, ja, Pro und Contra. Und dann haben wir hier auf dem Boden des Deckes noch Ass der Münzen. Super Sache, da kommt ein großes Geschenk. Ja, für zum Beispiel, wenn da jetzt wirklich eine Hochzeit stattfindet, mal angenommen, es ist deine Hochzeit, ja, dann kommt irgendjemand und gibt euch als Paar ein wunderbares Geschenk. Das kann sein ein Haus, ein Auto, ein Urlaub, ein Dollar in die Karibik. Ja, also jemand gibt euch ein richtig großes Geschenk. Für andere von euch kann es sein, dass eure Traumfirma anruft und sagt, hey, wir haben gesehen, dass du eine super Arbeit leistest. Ja, wir wollen dich jetzt bitte einstellen für ein super tolles Gehalt. Ja? Also, dass euch jemand headhuntet sozusagen. Dann schauen wir mal, was es gibt vom Coffee Cup Oracle für unsere lieben Steinböcke hier. Hoppala. Na, die ist gefallen. Moment, die muss ich jetzt erst einmal aufheben. Das? Na bitte. Na schau, was da rausgefallen ist. Haha, die Braut. Was habe ich gesagt vorher? Hochzeit. Na? So, hier steht Engagement, also Verlobung und Ehefrau. Ja, also es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es hier irgendeine Sorte von Verlobung oder Hochzeit gibt. Wenn nicht deine eigene, dann von irgendwelchen Freunden und Bekannten. Ja, wunderbar. Ich werde es dabei belassen. Wenn dir das Reading gefallen hat, dann lass ein Like unter dem Video. Sag mir in den Kommentaren, wie das für dich resoniert. Und natürlich freue ich mich über ein Abo auf dem Kanal. Das Abo ist wie immer gratis. Ich wünsche dir einen schönen Monat und bis bald. Tschüss!